Ja, also, ich wollte eigentlich was anderes machen, bin aber hier irgendwo in eine Quest reingerutscht. Jetzt geht's quasi für uns weiter. Leider an dieser Stelle. Ich kann euch das, was davor passiert ist, nicht zeigen, weil mir jetzt gerade in dem Moment, wo ich das Ding hier betreten habe, das Spiel abgestürzt ist. Das heißt, die Aufnahme davor ist leider weg. Hier Also muss der Ausgang sein. quasi bis das hier ist quasi weg, leider. Tut mir leid, ich wollte es eigentlich, wie gesagt, anders machen. Ich muss Aber einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. gut, also, wir haben es. Ich habe es schon mal gemacht. Soweit war ich, ich hoffe, dass ich Spiel sagt. Ach man. Ins Zentrum. Einmal mit Feuer drauf. Und durch. Und als ich diesen Raum betreten habe, ist wieder das Spiel abgestürzt. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Wir nehmen mal kurz die Sachen, die hier sind, drin sind, mit. Finde einen Weg heraus aus dem Geheimgang. Ja, wie gesagt, das Ding, was mir. Ist mir leider hier komplett weggeschmiert gerade. Es tut mir leid. Ich hätte es gerne euch gezeigt. So, wir sollen den Honigtopf verlassen. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Gut. Ich habe die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. So, ich muss mal gucken, wo ich die Truhe habe. Hier war der Weg, oder? Also ich zeige euch jetzt den Weg zurück. Lumos. Ich kann euch jetzt leider nur den Weg zurück zeigen. Und nicht hin. Das ist schade. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass es der letzte Absturz war. Wieso ist es mir noch nie passiert? Wir haben jetzt fast. Oh nein! Warum auch immer der jetzt wieder hochgegangen ist. Kann ich da hoch? Leck mich doch. Wobei der Absturz jetzt gar nicht so schlimm ist. Weil wir hier eh auf die Seite müssten. Mussten. Wie gesagt, das ist der Geheimgang zu der einäugigen Ex. Ich wollte eigentlich zu der eine ganz andere Mission machen. Und das sind mir so ca. 20 Minuten, die mir jetzt von der Folge fehlen. Ah, ärgert mich das gerade, dass mich das Spiel abgeschlossen hat. Ich habe die Folge nicht beenden können. Ich hätte kurz warten müssen. Ich hätte kurz die Folge jetzt auch beenden können. So, hier haben wir den Aufzug. Den müsste man mit Reparo reparieren, wenn ihr hier reinkommt. Wir fahren mit dem Ding wieder hoch. Oh, das ärgert mich. So. Viereckige Südhalle. So, wir sind zu Gareth zurück. Ja, wie gesagt, es sind 18 Minuten, die mir jetzt quasi von der Folge vorausfallen. Ich zeig's euch trotzdem. Es ist jetzt sinnfrei. Ich muss jetzt eben ein bisschen auf Zeit spielen, leider. Also, warte mal, hier sind wir auf der Seite. Hier kenne ich die Seite.
Du bist natürlich scheiße. Die steht natürlich extrem scheiße, diese Seite. Ich hätte die nicht eingesammelt, oder? Jetzt. Gang vom Monitor. Level 17. Ich zeige euch trotzdem kurz den Weg. Es ist jetzt wie gesagt. Leider muss ich euch nur schnell durchfahren. Also. Wir gehen hier durch. Ohne Probleme. Bis hier kommen wir. Und dann merken wir, hier an der Stelle ist der Aufzug kaputt. Also, Reparo eingesetzt, den Aufzug repariert und einmal runtergefahren. Wie gesagt, ich muss es euch leider jetzt ohne Aufnahme, weil das Spiel gespeichert hat, muss ich euch ohne Aufnahme das Ding jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf zeigen. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo wir hier sind. Genau, wir sind über Spinnnetze, die macht ihr mit Feuer weg. Und dann kommt ihr hier irgendwann durch diesen Gang durch. Und wie gesagt, genau an der Stelle, wo wir jetzt quasi mit dieser Folge begonnen haben. So. Genau, das geht weiter, ja. Diese Steinplatte hier könnt ihr mit Levioso einmal annehmen. Wie komme ich hier raus? Hallo? Levioso. Ja, genau. Funktioniert auch das ganze Spiel. So, hör mal. Warum auch immer. Spiel ich, finde das wahrscheinlich ein bisschen lustig. So, also, hier rein. Dann habt ihr hier unten diese Platte. Die könnt ihr quasi. Geschafft. Die könnt ihr hier quasi rein in diesen Rahmen heben. Hier macht ihr Reparo, glaube ich, ist es, wenn es richtig im Kopf habe, oder auch Levioso, um rüber zu kommen. Und dann geht's einmal komplett. Warte mal, jetzt muss ich mich orientieren. Genau. Ob ich richtig bin überhaupt. Oder bin ich jetzt richtig da? Oder laufe ich jetzt gerade den ganzen Weg zurück? Sitzt mir gerade nah, ich bin mich gerade zu orientieren. Genau. Und dann sind wir wieder mehr oder weniger an dieser Stelle hier. Wo mein Spiel abgestürzt ist. Wir gehen einmal kurz hier rein. Hier setzt ihr Feuer ein. Damit geht die Tür auf und ihr seid im Honigtopf. Und das Rest habe ich euch gezeigt. Gut. Wir gehen kurz zurück zu Garrett wieder. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich euch das jetzt so nur zeigen muss, sein kann. Ich habe ein paar Mal gefehlt, ja. Ist halt so. Wie gesagt, der Abschluss ist jetzt nicht weiter tragisch. Das, was ich ja schon angezeigt habe. Lubos. Ihr müsst sowieso hier hin. Ihr müsst ja quasi den Weg, den wir jetzt hergegangen sind, wieder zurück. Quasi. Zu dem Aufzug zurück. Und damit geht es mehr oder weniger dann wieder hoch zurück nach dem richtigen Weg. Also hier viel müsst ihr mit Levioso und Reparo machen. Ihr müsst es ausprobieren an der Stelle. Ne? Dann gehen wir kurz einmal hoch. Und bringen dem Trottel das Zeug. Ja, ich finde es irgendwo ein bisschen schade, dass das Ding kein Moralsystem hat. Was meine ich damit? Dass unsere Handlung Konsequenzen haben. Wie gesagt, wir hatten am Anfang das Thema mit der Fupa-Feder.
Ach, da soll doch der Mr. Moon. Warte mal, ich muss ja mal auf die andere Seite. Ist aber hier? Achso, ist eine Katze. Ja, das quasi für unsere Handlungen Punkte abgezogen werden oder ja, hinzugefügt werden, wie auch immer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oder allgemein, dass man auch mal mehr Unterricht hat oder was auch immer, ihr seht ja. Hier ist die Seite, ne? Sehe ich, was das ganz richtig? Stundengläser mit Hauspunkten. Das ist dann übrigens Nummer 12. Da wäre noch irgendwas. Okay. Na gut. Hallo nochmal. Hallo Gareth. Ich habe die Billywig-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Hier sind sie. Hey, was bezahle? Moment. Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet. Aber ich bezahle dich gerne. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Also, was haben wir jetzt dafür gekriegt? 300, ja, why not? Gut. So, eigentlich war, wie gesagt, eine andere Aufgabe geplant. In dieser Folge. Entschuldigung. So, eigentlich war das Thema mit der Blutlinie geplant. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Hoffentlich, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich euch das nur kurz im Schnelldurchfahren zeigen muss konnte. Ich hätte es gerne anders gehabt, aber es ist halt einfach so. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Episode hier bei Let's Play Hogwarts Legacy.